Hallo, willkommen zu dieser neuen Woche. Ja, das Thema diese Woche ist Umgang mit Angst, Unsicherheit in sexueller Hinsicht. Und eigentlich gibt es dazu diesmal wirklich nicht so viel zu sagen. Also eigentlich nur, dass wenn ihr euch in irgendeiner Sache unsicher seid und oder irgendetwas nicht wollt, dann tut es nicht und dann hat es der andere oder die andere immer zu akzeptieren. Wenn ihr etwas nicht wollt oder euch etwas unangenehm ist, dann müsst ihr es nicht tun für nichts und niemanden. Gerade bei Angst in sexueller Hinsicht in irgendeiner Art solltet ihr da wirklich euch nicht irgendwie drauf einlassen oder es nur für jemand anderes machen, weil derjenige es möchte oder weil ihr ihm oder ihr imponieren möchtet. Wenn ihr euch dabei nicht wohlfühlt, dann macht es wirklich nicht. Sprecht mit eurem Partner oder wem auch immer darüber, wenn ihr unsicher seid. Ja, ich finde eigentlich vieles fängt auch da bei sich selber an, also bei einem selbst an, dass man viele Unsicherheiten und so. Ich glaube, dass man da für sich auch schon irgendwie so selber einen bestimmten Punkt an Akzeptanz erreicht haben muss, um überhaupt so weit zu sein, da noch weiter dran arbeiten zu können. Also sowas zumindest bei mir. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob es allgemein so ist wahrscheinlich nicht. Jeder ist ja immer in allem ein bisschen anders. Bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich für mich selber auch erstmal mich selber bzw. meinen Körper mehr zu mögen oder mehr zu akzeptieren habe lernen müssen, bevor ich mich dann überhaupt da quasi auf etwas eingelassen habe oder einlassen konnte und auch wirklich Spaß und Positives empfinden konnte und kann. Ich glaube, es gibt sicherlich auch Leute, die haben da eigentlich gar keine Probleme mit, aber ja, also das Thema kann natürlich in viele verschiedene Bereiche jetzt ausgelegt werden. Es kann, also sexuelle Hinsicht kann ja alles sein, kann der eigene Körper sein, kann die Akzeptanz vom eigenen Körper, von dem Geschlechtsteil sein, sage ich mal. Es kann aber auch einfach die Unsicherheit sein, Sex mit einem Partner zu haben, jetzt. Wahrscheinlich oder bei vielen FDMs ist es ja so, dass sie auf Frauen stehen und da sicherlich auch gerne mal aktiv werden wollen. Dass da Unsicherheit besteht, ist eigentlich, finde ich, normal. Aber ja, gerade da, ich, keine Ahnung, ich, das ist so schwer. Also, ich kann da echt nur zu sagen, dass man auch wunderbar zusammen sicherlich bestimmt dann einen Weg finden kann, aber da ist wahrscheinlich auch echt Kommunikation doch wichtig. Ich weiß es nicht, das ist irgendwie scheiße, das Video, was ich hier laber. Ja, wie das bei mir war, habe ich ja auch schon eigentlich ein paar Mal so gesagt. Also bei mir war es auch so, dass es früher eigentlich gar nicht ging, irgendwie mich da zu akzeptieren oder irgendein Körperteil an mir. Und dass es auch sehr lange gedauert hat und dass ich da eben auch quasi so meine Probleme früher hatte in sich Hinsicht auf sexuelle Dinge. Also da lief eigentlich so gut wie überhaupt gar nichts. Ja, was aber bei mir ja daran lag, dass ich irgendwie immer mich ja, wie ich auch schon mal erzählt habe, in einer anderen Rolle sehen wollte. Also ich war ja immer mit Frauen zusammen und da halt, ging ja halt einfach gar nichts. Es hat einfach nicht geklappt. Da konnte ich auch keine Lust empfinden oder irgendwas großartig. War nicht. Und ja, dann habe ich ja meinen Freund kennengelernt und dadurch ist dann auch alles irgendwie anders geworden. Ich habe eben angefangen zu merken, was mir eigentlich Spaß macht und was mich erregt und ja und so weiter. Aber das ist halt die andere Seite. Deswegen glaube ich, dass die anderen Jungs da wahrscheinlich viel mehr zu sagen können, weil viele mit Frauen in der Beziehung sind oder auch mit Frauen zusammen sein wollen können, whatever. Und ich glaube, das ist interessanter jetzt, denke ich, für die meisten, die die Videos hier gucken. Also, ich denke, es ist normal, Angst zu haben und unsicher zu sein in unserer Situation. Gerade wenn man noch ein bisschen jünger ist und eigentlich keine Erfahrung hat oder nur ganz wenige oder vielleicht schlechte Erfahrungen. Aber selbst wenn da schon positive Erfahrungen bei waren, kann man trotzdem noch unsicher sein und Angst haben. Ja, ich denke, wie gesagt, dass man es dadurch wegbekommt, sozusagen, oder verringern kann, indem man lernt, sich selbst zu akzeptieren, seinen Körper zu akzeptieren.
Oder eben mit anderen zu sprechen, sich auszutauschen, also mit dem Partner auszutauschen, was einem gefällt oder was man auf gar keinen Fall möchte. Und da auf gar keinen, also ich würde dann niemals irgendwas machen, was ich nicht möchte. Also nur um dem anderen zu gefallen. Ach, ich weiß dazu einfach nichts zu sagen, großartig. Es tut mir wirklich leid. Ich dachte, das Video kriege ich informativer hin, aber irgendwie fällt mir echt gar nichts ein. Also, ich hoffe einfach, dass die anderen Jungs bessere Videos machen. Tut mir wirklich leid. Ja, bis zur nächsten Woche dann und tschüss.